Wir haben uns gedacht, wir holen uns eine Flasche Pfeffi, fahren dann ins Kino, wir gehen in den Pikachu-Film, schmuggeln die Flasche Pfeffi mit rein, betrinken uns im Kino beim Pikachu-Film, gehen dann nach dem Kino fix zum Chinamann, da dinieren und abends einfach noch in den The Rock-Film gehen. Wir sind angekommen, hinter uns seht ihr hier also den UEFA-Palast. Der Dicke immer zu, das ist der UEFA-Palast, gell? Der ist nämlich schon wieder. Der ist nämlich schon wieder am Trinken und UEFA kenne ich ja nur vom Fußball irgendwie so, UEFA Champions League. Aber da steht UEFA und UEFA ist ja ein Begriff, das kennt ihr vielleicht noch von alten Videokassetten. Hier, wenn ihr das mal so seht, da sind ja schon die Avenger Boys in the Hood und das UEFA-Zeichen. Und jetzt gönne ich mir natürlich auch noch mal ein. Wir gucken mal, ob das klappt. Ich habe extra gesagt, er soll den Rucksack nehmen, dass das Hauptaugenmerk auf ihn fällt und ich seinen Rucksack kontrollieren, während ich in meiner Bauchtasche einfach die Flasche mit reinnehme. Die dann eh schon leer ist, bevor wir reinkommen. Wir gucken mal, ob das so funktioniert. Bitte schön. Dann sehen wir uns gleich drin. So, größer lauf. Als alles, was du je gesehen hast. Lauf mal davor, kleiner Bursche. Kleiner Burschi. Schnell, pack ein. Also geschafft ins Kino rein, sieht man ja hier, da ist hängt schon der John Wick, Ramses ist gerade auf der Toilette, sieht man vielleicht hier, der Pfeffi ist auch dabei, der ist wohl noch draußen telefoniert, aber der muss auch mal auf die Toilette und da war ein lustiger Mann vorne vor der Toilette, der Geld entgegennimmt, dem werden wir noch einen Euro hinpfeffern, weil der war wirklich korrekt. Joa, denn der war Afroamerikaner und die mag ich ja am meisten. Ich habe Iswell jetzt hier reingestellt, damit ich mein Portemonnaie dann habe, weil das hat er immer noch im Rucksack. Und bin immer noch am Pinkeln und er rastet schon wieder komplett aus da drüben, denn jetzt ist er angekommen. Und gleich sind wir im Film. Detektiv Pikachu. Ihr seht. Wie behindert er ist, Alter, der schmeißt mir hier die scheiß Klobürste rüber. Könnte ich ja zurückwerfen, aber wir sind ja nicht asozial. Oder doch? Und gleich sehen wir uns im Film. So, wir sind jetzt also angekommen im Pikachu-Film. Nur kurz für den Blog, den Film filmen wir natürlich nicht ab, das ist ja verboten. Aber der Iswo sitzt hier neben mir, der ist auch ganz rot. Und hier unten haben wir noch jemanden mitgebracht. Den Herr Kollegen, ne? Den werden wir jetzt während der Vorstellung noch genießen und dann sehen wir uns nach dem Film wieder. Also, bis dann! Also, ich raff gar nichts mehr. Du gehst rein in das Kino, ja. Kaufst jetzt zwei Tickets für Meisterdetektiv Pikachu. Sie sagt 20 Uhr. Ne, was war es? 17? Nein, 18 Uhr. 18.40 Uhr. Nee, das war 17. 17.20 Uhr 3D oder 17.40 Uhr 2D. Wir sagen, wir nehmen 2D, ne? Sonst fallen mir ja die Augen raus. Dann setzen wir uns, kaufen wir zwei Karten für 17.40 Uhr. Meisterdetektiv Pikachu setzen uns in den Film. Sitzen so drin, ich mache meine Ansage, dass wir jetzt im Film angekommen sind. Wir haben es geschafft, wir sind drin. Und die Kollegin dreht sich rum. Hey Jungs, ich will ja nicht stressen, aber ihr seid im falschen Film. Hier läuft Wonderland. Mir so, was? Wir haben noch Meisterdetektiv Pikachu gebucht. Und vorne dreht sich die andere Kollegin um und, hä, ich habe auch 17.40 Uhr Meisterdetektiv Pikachu. Dann guckt sie auf ihre Karte, da steht da wirklich Wonderland. Wir gucken auf unsere Karte, da steht Wonderland. Da ist die Kollegin runtergegangen, ich bin auch runtergegangen. Aber das unten nochmal angemerzt und dann hat die wirklich gesagt, oh, da habe ich mich vertan. Ja, Kino 7, 17.40, ja, das ist gar nicht Meisterdetektiv Pikachu, das ist Wonderland. Das ist Kino 4, wo ihr hin müsst, ne? Jetzt seid ihr das alles umgebucht. Bin wieder hoch zum Dicken, hab den Dicken aus dem Kino rausgezerrt.
Kino 7, raus mit dem Ding. Hab gesagt, wir müssen runter, Kino 4. Zum Glück ist ungefähr eine Stunde lang Werbung gelaufen, dass du wirklich Zeit hattest und hast 19 Uhr immer noch da gesessen und Werbung geguckt, gesessen. Ja, und jetzt haben wir den Film geguckt. Und ich muss sagen, das ist der beste Pokémon-Film, den ich je gesehen habe. Es ist zwar auch der erste Pokémon-Film, den ich geguckt habe, aber der beste Pokémon-Film, den ich je gesehen habe. Jetzt wollten wir ja eigentlich zum Chinamann, zum besten Chinamann in the town, aber der Iswart schon gesehen, der hat heute zu. Samstag ist Ruhetag. Also müssen wir uns irgendwas anderes aussuchen, wo wir essen gehen können. Wollen uns vielleicht, weil die eine Flasche Pfeffi, die ist jetzt schon leer. Kannst du die mal aus dem Rucksack hin rausmühen, solange wie ich rede? Damit die Leute das auch glauben. Die eine Flasche Pfeffi ist schon leer. Jetzt haben wir gesagt, geh mal kurz essen. Vielleicht, wenn hier was in der Nähe ist, holen wir uns noch eine zweite Flasche Pfeffi. Genau, guck mal da. Die ist im Kino, ist sie ausgelaufen, komischerweise. Dankeschön. Jetzt gehen wir fix essen. Gucken wir, ob wir noch eine zweite auftreiben können. Und mit der zweiten Flasche Pfeffi dann in Wrestling with my Family. Heute richtiger Kino-Pfeffi-Tag, Bruder. Zwischendurch naschen, Nudeln, sonst was. Vielleicht wird es auch was anderes, je nachdem, was hier in der Umgebung ist. Und wir melden uns dann nochmal zurück. So, wir haben es jetzt ganz knapp noch so geschafft. Kurz vor 8, bevor der Lidl zumacht, denke ich mal, auf der Suche nach Pfeffi. Wenn wir hier keinen finden, weiß ich auch nicht. Und wo wir jetzt essen gehen, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall der Plan, den wir hatten, komplett, kannst du vergessen. Niemals was planen, immer spontan. Dann hast du einfach mehr Erfolg, ne? So, jetzt habe ich einmal kurz die Verkäuferin gefragt natürlich. Sehr freundliche Antwort. Nein, 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 nein. Verpiss dich, Arschloch. Und was habe ich hier gefunden? Das Rhino Kraftbier. Wenn der Iswo Bock hat, können wir das ja jetzt mal probieren. 4,9 Promille. Müssen aber eigentlich immer noch Abendbrot essen. Haben immer noch nichts gefunden, aber guck dir das an. Das dicke Rhinoceros. Das sieht lustig aus. Was es im Endeffekt wird, wissen wir noch nicht. Wir gucken einfach mal weiter. Beste Schilderkennzeichnung ever hier. Ist einfach alles dasselbe, wenn man das sich anguckt. Hier. Craft Beer Stream Brew ist im Prinzip einfach nur Becks. Naturtrübes Radler, Perlenbacher ist eigentlich auch nur Becks. Stuttgarter Hofbräuradler, neu Becks. Also ihr seht schon, riesen Auswahl im Lidl. Geht alle zu Lidl, wenn ihr immer dasselbe Bier trinken wollt. Das ist heftig, das knallt rein. Einfach nur Becks. Der Laden kann sich auch immer nennen Becks. Und das war's schon. So, also im Lidl gab es natürlich kein Pfeffi, aber richtig unfreundliche Mitarbeiter. Deswegen kein Pfeffi mehr da, den hauen wir jetzt hier fort. Weggeklatscht. Dafür haben wir jetzt 4 Becks geholt. Das geht ja auch, wie ihr hier seht. Da noch eine Dose Scheiße. Und dann geht's weiter, weil wir müssen ja immer noch kurz was essen. Und dann weiter. Und der Iswo sagt, er rafft gar nichts mehr, wie immer. Das ist sein Standardspruch. Den Film von der Wii, ich raff gar nichts mehr. Und das ist sein Standardspruch. Deswegen. Der ist schon wieder auf jeden Fall gut dabei, weil der rafft gar nichts mehr. Schon das dritte Mal. Wenn ihr auch gar nichts mehr rafft, schreibt es mal in die Kommentare. Ich fand den Film auf jeden Fall richtig genial. Und der Iswo, der rafft gar nichts mehr, aber das kann man ja schon. Oh, dieser Drecksbildschirm. Wir sind jetzt hier angekommen bei 7 Billard Café. Auf jeden Fall hätten wir natürlich jetzt gerne drin was gegessen, weil da kann man noch Billard spielen und so weiter. Worauf es uns jetzt nicht ankommt. Wir filmen mal kurz da rein, wenn keiner guckt. Bah! Ein Billardtisch, wunderbar. Da gibt es aber nur Snacks, Nicknacks und so. Deswegen müssen wir jetzt einen Platz weiter ziehen zum Dönermann. Untap House, denn da gibt es einfach nur Döner für 5 Euro. Weil wenn euch 4 Euro zu billig ist, geht einfach zu Untap House. Da könnt ihr 5 Euro für den Döner bezahlen. Aber der ist mal so Hunger und hat gesagt, scheiß auf das Geld. Und deswegen knallt er sich jetzt hier was rein. Und ja, da melden wir uns bestimmt gleich zurück. Wir können uns ja auch raussetzen, weil da ist ja eh noch frei. So, der Iswo hat jetzt einfach einen normalen Döner genommen. Wo steht die denn nochmal hier? Döner für 5 Euro.
Und die 22 danach für 50 Cent mehr ist einfach Jufka-Döner. Weil ich gar nicht weiß, was Jufka ist, habe ich jetzt einfach mal einen Jufka-Döner genommen. Im Vergleich zu dem normalen Döner mit alles drauf und extra scharf, wie es eben sein muss. Habt ihr hier nochmal die Karte? Da habt ihr das Lokal und da habt ihr den Ismo. Hier da sitzt, gucke. Warte. Was? Ja, dann mach halt ein Foto, wie ich gucke, ne? So, fertig. Okay, der Jufka ist angekommen, ne? Sieht aus wie eine Dönerrolle, ist bestimmt noch eine. Kenne ich mich ja nicht so aus, aber wir beißen mal rein. Ist auf jeden Fall richtig, richtig fett. Da geht die Stimme schon weg. Mm. Auf jeden Fall richtig saftig, richtig scharf, richtig fleischig. Irgendwie schmeckt das so wie Mexiko, ne? Schmeckt irgendwie nach Bohnen und Mais. Keine Ahnung, ob das jetzt nur beim ersten Biss so war oder immer so. Knallt aber auf jeden Fall ordentlich rein. Der Ismo hat seins auch noch. Das holt er jetzt noch. Da kommt das Scharfe schon raus. Jetzt geht's hier los. Hier. Und hier, hau gleich mal rein. Sieht ja, auf jeden Fall gut aus. Die ganze Zeit, oh. Na komm, zack und weg. Chill. Sieht auf jeden Fall auch gut aus. Dickes, großes Brot. Mmh. Und schmeckt's? Richtig gute Wahl. Da zahlt man auf jeden Fall einen Euro mehr. Ne? Das ist es wert. Richtig dicke Rolle, richtig guter Döner. Wie gesagt, Döner geht immer, Burger geht immer, alles geht immer und dann müssen wir sehen, dass wir noch pünktlich ins Kino kommen, weil 40 fängt der Film an und jetzt ist schon 32 oder so, wir müssen erst noch aufessen. Boah, ist voll dunkel. Sieht man mich? Ich weiß es nicht, aber nachdem wir vorhin auf jeden Fall den Detektiv Pikachu Film geguckt haben, hallo, ist kein Licht mehr da, keine Lichtquelle. Waren wir jetzt also kurz essen beim Dönermann, sind jetzt wieder zurück, ziehen uns jetzt noch Wrestling with my family rein, ich kann schon gar nicht mehr reden. Fighting with my family, genau. Rest. Und ja, wir haben natürlich auch noch was mitgebracht. Naratsch, melden wir uns nochmal, wenn wir zu Hause angekommen sind, der Plan auf jeden Fall bis jetzt perfekt. Alles durchgezogen, alle Ziele heute erreicht, die To-Do-List ist abgehakt. Ist auf seinem Bier. Ja, der ist ja egal, das war ja nur der Asiade. So, bis auf was, wie hieß er? Senviet. Servette? Sen. Semjet, der Asiade, das ging halt nicht, weil der hatte schon zu. Also der hat heute Ruhetag am Samstag, deswegen waren wir ja dann beim Dönermann. Aber der Rest hat eigentlich gut geklappt und wir melden uns nach dem Kino einfach nochmal, sagen dann nochmal Bescheid, wie der Film so war und was wir dann noch so machen. Ist dann auch schon dunkel, müssen dann eigentlich zurück. Aber das sehen wir nachher. Cool. Nachher? Yeah. Cool. Hallo Ismo! Hallo! Hallo Winnie Pooh! Und jetzt? Ach, das ist aber süß! Und jetzt? Schön an die Schnuffelnase! Ja, Winnie Pooh! Fertig! Wie fertig? Toll! Jetzt missbraucht ihr ihn noch nicht, oder? Was machst du denn? Stell dich doch mal hin. Dem geht's doch gut, oder nicht? Jetzt hängt er ja voll rum. Der stand doch eben noch richtig. Jetzt ist er voll so schräg. Alter. Da musst du hin und... Du machst alles kaputt mit deinem Zeug. Alles ist gut. So, wir sind jetzt hier angekommen. Eine dicke Ismo. Frisch aus dem Kino, hat natürlich noch Feedback vorbereitet, was er noch in die Kamera kredenzen möchte. Sag mal deine Meinung. Ja, also bei dem ersten Film habe ich gar nichts gerafft, da war ich so besoffen, dass ich überhaupt nichts mehr gerafft habe. Und bei dem zweiten Film, wo mit The Rock war, der war nur mit drei Sequenzen, also drei Einstellungen war The Rock mit dabei und sonst ging es nur um diese Page. Aber das war auch nicht die echte Schauspielerin. Das haben sie ja irgendeine genommen, die so ähnlich aussieht. Und bei dem zweiten, da habe ich schon mehr mitbekommen, weil da war ich ein bisschen nüchterner. Und jetzt ist mein Feedback.
Warum war er nüchterner? Weil es natürlich keinen Pfeffi mehr gab. Im Lidl leider kein Pfeffi. Unfreundliche Verkäuferin, geht da nicht hin, geht woanders hin. Aber welchen würdest du jetzt empfehlen? Welchen fandst du besser von den zwei? Ich glaube, den zweiten fand ich besser. Den zweiten fand er besser, weil da hat er mehr mitbekommen. Da war er nicht mehr so besoffen, hat er ja gesagt. Deswegen, es geht gar nicht um, welcher Film besser war, sondern bei welchem Film warst du nüchterner? Das ist sein Feedback und so weiter. Von mir wird natürlich noch ein ausführliches Review kommen zu beiden Filmen, die Tage. Und mein Rucksack, der klimpert hin und her. Wir haben uns besoffen im Kino. Ja, wir haben es also geschafft. Eine Flasche Pfeffi und danach nochmal 4 Dosen Becks und alles beim Film bequem nebenbei. So muss das laufen. Plan ist aufgegangen, bis auf den Chinamann. Denn der hatte ja zu. Das ist die falsche. Dafür gab es ja dann den Dönermann, der richtig gut geschmeckt hat, muss ich nochmal sagen. Hat mich überrascht. Ich habe immer gesagt, Döner hier, Döner da. Aber jeden Tag, egal was wir probiert haben, es wurde immer besser. Deswegen bin ich schon traurig, dass es morgen eben vorbei ist und wir nichts mehr zum Testen haben. Aber das ist erstmal wurscht, denn ich würde mal sagen, das war's von heute. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Boom. Und euer Iswar.